Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen. Wir sind in Dietzenbach bei der Stadtliebe. Sehr zu empfehlen, wer Lust auf Essen hat, sogar vegetarisch viel, vegan viel. Und ich mache heute für euch mal so mit den einfachsten Dingen, die so in meinem Regal lagen, 2 Videolichtern, ein paar coole Foodshots für euch. Dazu nehme ich die Canon EOS R5 und das RF 35mm Makro. Und später zeige ich euch noch, wie ich die Bilder bearbeitet habe. Und hier schon mal ein Vorgeschmack, wie die Bilder später aussehen werden. Und nebenbei nehmen wir noch ein paar coole Slow-Motion-Clips auf, die ihr, falls ihr zum Beispiel Restaurantbetreiber seid, mit einfachen Apps ganz einfach aneinander reihen könnt, ohne selber großartig schneiden zu müssen oder was weiß ich. Und ihr fügt einfach einen Track ein, einen Musiktrack, und die App schneidet diese Videoclips dann in so, wie die Musik quasi läuft. Relativ simpel, und wie ich das Ganze mache, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Ich habe hier ein ganz einfaches Fotostativ von Serui. Link packe ich in die Videobeschreibung. Dazu noch ein einfaches LED-Panel. Leistung aktuell 42%, 3000 Kelvin. Ich könnte das hier zum Beispiel auch noch regulieren. Ihr seht das, dann wird es heller. Mir reichen die 40% ungefähr für diesen Shot. Und Kelvin habe ich bei 3000, also den Weißabgleich. Und von der Seite habe ich hier noch so ein rundes LED-Panel. Das läuft sogar über Akku, wenn ihr denn wollt. Alternativ könnt ihr natürlich auch noch das Netzteil nutzen. Ich mache das mal für euch an. Und vielleicht stelle ich mir das hin und wieder mal andersrum. Und als Tisch habe ich hier so einen schönen dunklen Holztisch. Bisschen Deko, in dem Fall jetzt ein Wasser, Besteck liegt schon da, und dann kann es auch schon losgehen. So, als allererstes kümmern wir uns um die Slow-Motion-Aufnahmen, solange es noch schön warm ist. Bei der Canon EOS R5 habe ich die Möglichkeit, in 4K mit 120 Bildern aufzunehmen. Ich belasse es allerdings bei Full HD mit 100 Bildern pro Sekunde. Das bedeutet, die Verschlusszeit muss bei einer 200stel liegen, nämlich doppelt so hoch wie die Bildrate. Und ich will ein bisschen unscharfen Hintergrund, deshalb eine 2.0er Blende ist hier ganz gut, und die ISO habe ich bei dem Licht hier bei 1250. Autofokus habe ich mir so ein breites Feld jetzt genommen. Alternativ könnte ich auch das Viereck hier nehmen. Ich belasse, glaube ich, bei dem Viereck und setze mir dann so einzelne Spots. Und filme dann im Grunde einfach mal so 3-4 Sekunden und gehe leicht aus dem Bild raus. Dass der Autofokus nicht ganz perfekt ist, sieht manchmal gar nicht so schlecht aus, wenn er dann wieder unscharf wird. Also ich finde das eigentlich ganz cool manchmal. So, mal von oben kommen, das ist auch ganz gut. Dann machen wir noch das andere Licht an. Das wirkt zwar ein bisschen steril, muss ich sagen. Allerdings dürft ihr nicht vergessen, dass wir bei dieser hohen Bildrate natürlich eine relativ schnelle Verschlusszeit haben und dass uns dadurch auch Licht fehlt. Ich blende euch natürlich auch die Clips ein. Hier musste ich gerade noch auf den Autofokus warten. Und ich filme das Ganze für Instagram. Das bedeutet, ich muss das Ganze eh vertikal filmen. Ich könnte es natürlich jetzt auch in 4K aufnehmen und dann reinkroppen. Darauf habe ich allerdings wenig Lust. Deshalb bleiben wir bei Full HD. 2.0er Blende, 2/100stel, ISO 400 aktuell. Schön ganz nah dran und die Vorteile des Makroobjektivs nutzen. Ich mache jetzt mal den Autofokus aus. Ihr könnt euch auch eine Serviette nehmen und dann leicht über den Tisch sliden. Und jetzt zum Beispiel habe ich das Ganze fokussieren lassen, schalte den Autofokus aus
und slide dann ganz langsam um das Gericht rum. Und da das in Slow Motion ist, habt ihr auch nicht so viel Wackler drin, was ich ziemlich cool finde. Da gibt es auch von Edelkrone so einen kleinen Slider, den könnt ihr auch benutzen. Der kostet allerdings 600-700 Euro. Und damit könnt ihr dann um euer Essen rumfahren. Sieht ziemlich nice aus. Jetzt noch mal ein paar super close Spots. Ich nehme jetzt mal eine 1,8er Blende hierfür, für das Blatt oben. Gehe langsam aus dem Bild. Und jetzt fotografieren wir das Ganze noch. Ich gehe also in den Fotomodus, natürlich in den manuellen Modus. Nehme mir eine 2,0er Blende, 100stel, ISO ungefähr 400. Wir schalten auf ein anderes Fokusfeld, dann nehme ich hier dieses X. Und beim Weißabgleich nehmen wir 3100. So. Die Wasserflasche nehme ich jetzt einfach mal kurz mit drauf. Also 2,2er Blende, ISO 400. 100stel Verschlusszeit. Ich habe nochmal die Location gewechselt, weil wir noch einen anderen Holztisch haben. Der sieht auch recht cool aus vom Untergrund her. Hier ist das LED-Panel und hier ist das runde Licht. So, Freunde des guten Essens, hier ist jetzt ein anderes Gericht. Die ISO pushe ich mal hoch auf 320. Ich gehe wieder zum Licht, fotografiere quasi von hier. Passt auf, dass ihr nicht zu nah am Licht dran seid, sonst wirft es Schatten. Ich komme ein bisschen näher dran. Neige mir das Licht noch ein Stückchen nach unten. Jetzt habe ich fast nur den Tisch mit drauf. Ihr könnt natürlich als kleinen Tipp noch im Hintergrund irgendwas Cooles legen, zum Beispiel eine LED-Kette oder irgendwas, was ein cooles Licht abwirft. So, das Licht, das LED-Panel, das stelle ich mir jetzt mal mit dem Stativ auf die andere Seite und habe den Spot dann von der anderen Seite. Das stelle ich mir auch nochmal um. Jetzt habe ich quasi von hier Licht und von da Licht. Und die ISO kann ich mir ein bisschen hochpushen auf 320. Blende kann ich mir auch nochmal aufmachen. 1,8. Gehe nochmal zurück. Jetzt wieder ISO 250. Die ISO würde ich an eurer Stelle so gering halten, wie es geht. 250 macht jetzt nichts aus. Ja, ob ihr jetzt ISO 100 oder 250 habt, ist relativ egal. Aber ich würde jetzt hier nicht mit ISO 6400 fotografieren, einfach um eben die bessere Bildqualität nutzen zu können. Ich blende nochmal ab auf eine 2er-Blende. Und so schauen die Bilder bis jetzt aus. Und jetzt mache ich noch ein paar Slow-Motion-Clips, so wie ich es eben gezeigt habe. Ich will euch noch mal kurz zeigen, wie cool das aussieht mit den Slow-Motion-Clips. Einfach ein anderes Licht-Setup. Hier eine Lampe, da eine Lampe. Und ich habe nach wie vor die Canon EOS R5 ISO 500 1,8er Blende. Nur eine 200stel Verschlusszeit. Weil wir gerade in Slow Motion aufnehmen mit 100 Bildern, also muss die Verschlusszeit bei einer 200stel liegen. Ihr könnt es natürlich auch von oben machen. Da würde ich wahrscheinlich eher eine andere Blende nehmen, so eine 2,2er, weil es sonst zu hell ist. Mal leicht zurückgehen. Jetzt sind wir ganz nah dran. Zurückgehen mit der Kamera, dann nochmal schön dran gehen von Weitem, die Kamera dabei drehen,
Immer schöne Effekte. Wenn ihr das Ganze für Instagram macht, kann ich euch davon abraten, das in 4K zu machen, außer ihr habt vor, da zu croppen, weil eben die Datenmengen viel zu groß sind. Dann nehme ich mir ein etwas kleineres Fokusfeld, das Viereck, gehe ganz nah an die Deko ran, 2,2er Blende, ISO 640, 200stel. Wenn ihr so einen kleinen Dolly habt, der um das Essen rumfahren kann, wäre es natürlich ideal. Der Tisch hat, ja, der ist ein bisschen uneben. Ja? Das heißt, nicht so glatt. Mit dem Dolly könnte ich hier eh nicht so schöne Sachen machen. Ich probiere das Beste rauszuholen. Im Hintergrund habe ich ein paar Lichter. Das gibt mir so ein kleines Bouquet. Ich nehme auf, halte die Kamera mit beiden Händen fest und bewege mich mit demselben Abstand um dieses Blatt herum. Jetzt um das Fleisch. Ihr Lieben, wir befinden uns in Adobe Lightroom. Hier unten habe ich die markierten Bilder ausgewählt. Und für die Interior-Fotos habe ich mich für so einen warmen Look entschieden. Ihr seht ja hier unten, welche Einstellungen ich vorgenommen habe. Könnt ihr mal rüber gucken. Das Ganze habe ich aufgenommen mit dem Canon RF 14 bis 35 mm und der Canon EOS R 6. Ich blende mir hier oben nochmal die Details ein, damit ihr auch seht, welche Einstellungen ich benutzt habe. Das war jetzt aus der Hand geschossen. Eine Viertelsekunde Verschlusszeit, Blende 4, ISO 1600. Und das waren die ersten Bilder, die wir gemacht haben. Das war mir eigentlich ein bisschen zu kühl, muss ich sagen. Mir haben die Bilder auf dem anderen Tisch deutlich besser gefallen. Der Hintergrund macht schon viel aus, beziehungsweise der Untergrund. Und vor allem mit dem anderen Teller hier, so dieses leicht afrikanisch-asiatische, das fand ich eigentlich deutlich besser, auch in Kombination mit diesem rustikalen Tisch. Und wir picken uns jetzt mal das raus. Hier seht ihr die Einstellungen, die ich benutzt habe. Relativ kühler Weißabgleich. Die Belichtung habe ich nicht großartig verändert. Kontrast minimal. Die Tiefen habe ich ein bisschen rausgeholt. Ihr seht, was passiert. Der Tisch hinten, der kriegt so seine Maserung wieder, wenn ich mit den Tiefen noch ein bisschen weiter spiele. Sättigung, Luminanz. Und in dem Fall könnte man jetzt auch noch sagen, ah, ich passe vielleicht noch den Grünton etwas an. Das soll ja auch sehr einladend wirken. Vor allem eher nicht so, das ist zu giftig. Eher so in dem Look ungefähr. Das sieht ganz gut aus. Und hier unten, ihr könnt auch gerne auf Pause drücken, um euch die Einstellungen hier abzuschauen. Das hier ist nochmal so ein Detailshot. Hier könnte ich jetzt auch nochmal den Grünton verändern. Das könnt ihr hier machen. Vielleicht ein bisschen mehr Sättigung, damit es noch einladender ausschaut. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool. Hier noch mit ein bisschen Hintergrund. Bei dem Hintergrund finde ich schön, dass wir so eine Mischung aus Alt und so ein bisschen Industriestyle haben. Hier auch schön mit dem Samtsofa im Hintergrund. Der Fokus liegt aber trotzdem beim Essen. Farbton ein bisschen noch nach oben mit dem Grün. Ihr seht, das passt ganz gut. Die Bilder habe ich auch noch gemacht zum Schluss. Ich meine, gefilmt, das habt ihr noch gesehen. Wie ich die Fotos gemacht habe, eher nicht. Aber wir können ja nochmal gemeinsam drüber gehen. Hier sind die Einstellungen, hier ist die Gradationskurve, hier auch nochmal mit dem Hintergrund. Hier habe ich übrigens mal eine andere Blende verwendet, eine 2,8er Blende. Wenn ihr abblendet beim Essen, passt natürlich auf, dass ihr genügend Licht zur Verfügung habt. Wenn ihr blitzt, dann ist sowieso kein Problem.
Versteht mich nicht falsch, ich weiß auch in der Regel, ihr kriegt mehr Schärfe rein, wenn ihr eine 3,5er oder eine 4er Blende bei dem ganzen Essen verwendet. Ich finde es allerdings auch manchmal echt cool, dass der Hintergrund schon direkt unscharf ist, beziehungsweise der Vordergrund. Wenn ich Essen von oben fotografiere, dann ist natürlich sinnvoll abzublenden, damit alles scharf ist. Wobei, wenn es so leicht schräg ist, finde ich es auch ganz cool, dass das Essen hier wieder im Fokus ist und dass dann der Hintergrund schon wieder leicht unscharf wird. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Und bei den neuen Objektiven, den RF-Objektiven von Canon, habt ihr sowieso keine Schärfeprobleme. Die ganzen Bilder wurden jetzt gemacht mit dem 35 mm. Passt viel mit drauf, was ich sehr gut finde. Aber wenn ihr noch näher dran sein möchtet, so richtig in das Essen eintauchen wollt, dann könnt ihr mal nach dem 100er Makro schauen. Darüber gibt es übrigens auf meinem Kanal auch einen Vergleich mit dem 35 mm. Oder ihr schaut mal nach dem 85 mm von Canon. Das ist die Makroversion für ungefähr 600 Euro. Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Ja, ihr Lieben, das war's auch schon. Ich hoffe, die kurze Session hat euch gefallen und ihr konntet was dazulernen. Alle in dem Video gezeigten Produkte findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Falls ihr selber noch Tipps habt, dann hinterlasst mir gerne einen Kommentar, denn wir können ja voneinander lernen. Und ja, falls sich jemand für den Bildstil interessiert und ihr habt keinen Bock, dass ihr alles abzupausen, dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. Und ja, vergesst mir nicht auf Telegram und Instagram zu folgen. Alles Liebe aus dem Rhein-Main-Gebiet und bis ganz bald. Ciao!